Nachhaltigkeit nimmt im Bausektor eine immer größere Rolle ein. Nun steht neben mir Jörg Schäfer. Herr Schäfer ist Leiter für den Bereich Recycling und Nachhaltigkeit beim GDA, Gesamtverband der Aluminiumindustrie. Herr Schäfer, inwiefern ist Aluminium ein nachhaltiger Werkstoff im Bausektor? Zunächst, Aluminium steht im Baubereich für Qualitätsmerkmale wie Funktionalität, Ästhetik, Werterhalt, Ressourceneffizienz und Wiederverwendbarkeit. Geradezu einmalig sind die Aspekte der Langlebigkeit. Aluminiumprodukte können im Baubereich über Jahrzehnte bei geringem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand eingesetzt werden. Während der Nutzung bietet Aluminium ausreichend Schutz gegen Wärme und Kälte. Am Ende des Lebenszyklus werden Aluminiumbauteile wieder dem Kreislauf zugeführt. Somit entsteht ein geschlossener Lebenszyklus, der sowohl die Energie als auch die Ökobilanz positiv beeinflusst. Können Sie uns konkrete Beispiele von Gebäuden nennen, die für Nachhaltigkeit von Aluminium stehen? Zunächst, nachhaltiges Bauen verlangt transparente und möglichst objektive Bewertungskriterien. Ein derartiges Bewertungssystem wurde von der Deutschen Gesellschaft Nachhaltiges Bauen entwickelt. Der GDA engagiert sich innerhalb der DGNB und ist Mitglied. Ein Beispiel für ein Gebäude mit einer Aluminiumfassade aus Aluminiumprofilen ist die Zentrale der Deutschen Investition- und Entwicklungsgesellschaft, die ein Goldzertifikat bekommen hat. Ein weiteres Zertifizierungssystem wird vom Bundesbauministerium herausgegeben. Dabei werden Bundesbauten, also Gebäude, wo der Bund als Bauherr auftritt, zertifiziert. Hier gibt es ein Beispiel in Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einer Aluminiumfassade, in dem Fall einer gegossenen Aluminiumfassade, ebenfalls ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten. Nun gehört es zu einer ehrlichen Betrachtungsweise, dass Aluminium aus Bauxit in der Herstellung sehr energieintensiv ist. Wie trägt Aluminium dann zu einer positiven Ökobilanz im Bausektor bei? Um Produkte im Baubereich zu bewerten, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich. Ganzheitlich bedeutet, dass das Gebäude über seinen Lebenszyklus analysiert wird. Es bedeutet aber auch, dass seine Produkte, seine Baustoffe über den gesamten Lebenszyklus hin analysiert werden. Für Aluminium bedeutet dies, dass neben der erstmaligen Herstellung von Aluminium aus Bauxit auch die Nutzungsphase und die Wiederverwertung mit berücksichtigt wird. Die Wiederverwertung von Aluminiumprodukten bedeutet 95% weniger Energie im Vergleich zur erstmaligen Herstellung aus Bauxit. Und natürlich wird der Rohstoff Bauxit beim Recycling nicht mehr benötigt. Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehört auch die Langlebigkeit eines Produktes. Selbst wenn das Gebäude über 70 Jahre im Einsatz bleiben sollte, müssen Aluminiumbauteile nicht substituiert werden. Das bedeutet, dass der erstmalige Aufwand nicht ein zweites Mal betrieben werden muss, denn das Bauteil kann über diese Zeiträume bei geringem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand eingesetzt bleiben. Auch das gehört zu einer energetischen Betrachtung dazu. An der Stelle würde ich dann gerne korrigieren. Also bei Aluminium sprechen wir nicht von einem energieintensiven Werkstoff, sondern von einem energieeffizienten Werkstoff, der sich über die Vorteile in der Nutzungsphase und durch das Recycling deutlich positiv beschreibt.